Weiter mit Mario. Letztes Level. Wir gehen erstmal in Kapitel 8. Kapitel 8. Chapter 8. Die Suite. Nee, Reed. Einfach nur Reed. War auf Französisch, glaube ich. Lang ist es her. Six Set Reed. Ja, Reed. Ja. Da gehen wir rein. Dann, das ist jetzt die einzige blaue Münze, die es da offenbar gibt. Exklusiv hier. Diese Sonnendings, wie hießen die? Pusteblume. Löwenzahn. Nee, Sonne, Pusteblume. Ich habe schon wieder Sonnenblume sagen wollen. Gut, in der Mitte gibt es hier einen großen Baum. Da sind wir rauf. Da gibt es einen Vogel. Und ja. Gibt es hier nicht noch eine. Ach, hier sind die roten Münzen zu sammeln. So war das. Hier gibt es auch irgendwo eine Raketendüse. War die hier? Nicht irgendwo in der Nähe. Jetzt muss ich mich da natürlich dran erinnern. Irgendwo gab es eine. Da bin ich mir ziemlich sicher. Extrem sicher. Aber vielleicht brauchen wir die gar nicht. Wir wollen ja nur zu dieser einen Plattform. Wer weiß, wie weit oben die ist. Wo ein Vogel sitzt. Und wenn wir den schon mal angespult haben, dann eventuell gibt es ihn gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist der Baum in der Dorfmitte. Das ist der hier wohl. Haben mir diese Pusteblumen nicht sogar geholfen, irgendwie an Höhe zu gewinnen? War da nicht was? War das ein Schatten von einem Vogel? War das ein Schatten von einem Vogel? Ne, irgendwie nicht. Vogel. Das ist ein Vogel. Ein blauer sogar. Okay, ich muss noch zwei höher. Auf jeden Fall gibt es sie noch, ob er mir eine blaue Münze hinterlässt, das müssen wir erst noch feststellen. Jedenfalls bei der roten Münzensuche. Ah, da ist die Raketendüse. Bei der roten Münzensuche habe ich das total nicht bedacht. Wo ist er hin? Da. Komm zurück. Hier gibt es gratis Wasser und ich sehe gleich nichts mehr wegen der roten Kiste. Kriege ich den hier? Ich glaube, ich muss warten, bevor mir ein Wasser noch irgendwie zu machen. Oh, jetzt! Ha! Ja, wunderbar. Wo ist es hingeflogen? Jetzt finde ich die blaue Münze nicht, hä? Ist die ganz runtergeflogen? Ernsthaft? Warum das denn? Wo ist die? Ich habe sie nicht eingesammelt. Ich habe immer noch 20 blaue Münzen. Mir fehlen immer noch 10. Ärgerlich. Gut, die müssen nochmal hoch. Nicht, dass der blaue Vogel mir wieder... Ach, das, da kommen die Schatten her von den Pusteblumen. Nicht, dass der Vogel mir die blaue Münze wieder wegschnappen will. Der müsste ja jetzt eigentlich aufgehört haben zu existieren. Wir haben ihn aus dem Leben gerissen. Ja, irgendwo muss die blaue Münze ja hingefallen sein. Nicht irgendwie mitten in den Baum rein. Oder ganz weit nach oben. Ansonsten muss ich das Kapitel einfach neu betreten, würde ich sagen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch genau hier gewesen. Dann ist sie hier runtergefallen. Und nicht nach oben oder so. Können wir auf die... Schaukel da kurz. Uns besser umsehen. Also ich sehe nichts. Doch, da liegt sie. Bisschen weiter weg. Puh, ich habe echt befürchtet, ich muss das jetzt nochmal machen. Ist einfach mal weiter weggehüpft. Ich habe sie gerade gesehen von da oben. Wo ist sie hin? Habt ihr sie auch gesehen? Oder war das eine Sinnestäuschung? Hat mir ein Dorfbewohner die Münze geklaut. Ich habe sie doch gerade eindeutig gesehen von oben. Oder war das wieder nur ein Schatten, der mich verwirrt hat? Was soll denn das? Ich brauche Wasser. Man kann es mal wieder umständlich machen und das in die Länge ziehen. Aber wir sind hier jetzt auch kurz vor Schluss des ganzen Spiels. Und dann haben wir es zu 100% abgeschlossen. Da war eine rote Münze, keine blaue in der Quelle. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, wir müssen nochmal hoch offensichtlich, denn anscheinend kann man nur von dieser einen bestimmten Plattform diese blaue Münze von oben sehen und überhaupt bekommen, oder wie?
Hat ich sie nicht gerade gesehen auf dem Boden? Kann aber echt sein, dass es nur ein Schatten war, der mich mal wieder in die Irre leitete. Aber wo ist die eigentliche blaue Münze? Die muss ja auch da irgendwo hingefallen sein. Die verschwindet ja nicht, wie eine gelbe Münze gelegentlich es tut. Wenn sie einfach mal keine Lust mehr hat. So. Also von hier aus, warum auch, sehe ich nichts. Warum sollte ich hier was sehen? Ich bin so verwirrt. Vielleicht ist sie ganz nach oben geflogen. Vielleicht hat die ihren bestimmten Platz, wo sie zwingend hinfliegen muss. Und da komme ich dann doch nur mit der Raketendüse hin. Hä? Ach so, alles gut. Das sind leider nur gelbe Münzen, auch wenn die von hier unten sehr blau aussehen. Das war nicht so einfach, oder? Hier. Wo ist denn die kackblaue Münze? Jetzt gucke ich hier oben, die ist doch eigentlich runtergefallen. Punktlandung. Nope, da ist nichts. Ich bin extrem verwirrt. Ja toll, die Düse hat einfach aufgehört. Mal wieder. Weil Mario dachte, ja, jetzt springe ich mal auf dem Rücken weiter runter. Die müsste doch hier irgendwo sein. Aber gut, irgendwie haben sie mich gerade verarscht. Irgendein Dorfbewohner hat die sich gerippt. Oder sie ist halt wirklich irgendwie in den Baum reingeflogen und ist da jetzt verbuggt. Drinnen. Das heißt, wir müssen nochmal von vorne. An sich könnte ich das Video jetzt ein bisschen löschen. Ärgerlich. Aua. Habe ich ein Leben verloren eigentlich? Naja, das ist sowas von irrelevant. Es gab Zeiten, wo ich mal ein bisschen Lebenprobleme hatte. Allerdings frage ich mich, warum. Moment, welches Kapitel war das jetzt? Das 8. genau. Denn die Leben werden doch sogar beim Speichern behalten. In Mario 64 ist man glaube ich, mal auf 4 oder 5 Leben zurückgefallen. Ohohoho. Nochmal dasselbe. Also die Münze müsste ja jetzt noch da sein. Stellt euch mal vor, man kann sie nur einmal einsammeln und wenn das nicht gelingt, kann man das Spiel neu beginnen. Gab es da nicht so ein paar Event-Krams in Pokémon, wo man auch seinen Spielstand zerstören konnte und sowas? Finde ich ja auch irgendwie dämlich. Missing No. Aber ich glaube ich auch eher nur für Sonderbonbons, spaßeshalber mal benutzt. Aber ist ja auch eher cheaten. Aber wenn man gar nicht anders an zum Beispiel Mew drankommt, ist das schon doof. Indem man solche Sachen anwendet. Der Vogel war da oben drauf. Genau da liegt er. Da saß er. Wir wollen jetzt mal versuchen, ihn irgendwo komplett zu zerstören an einem Ort, wo wir gut an die blaue Münze herankommen. Puh, ich dachte schon fast, die wäre wieder weg. Endlich. Es war merkwürdig. Die war wirklich nicht zu finden beim vorigen Mal. Das habt ihr ja gesehen. Jetzt muss ich wieder hier raus und ein anderes Kapitel besuchen. Ich lehne mich mal ein bisschen zurück hier. Vielleicht hört man das. Mein Stuhl zwar nicht quietscht, aber ich... Puh. Und dann kommen wir hier wieder rein. Und dann gucke ich mal, in welches Kapitel. Die letzten beiden, also die letzten Münzen sind erledigt. Oh nein, für die 2, 3 blauen Münzen braucht man sogar Yoshi. Davor habe ich Angst. Kommt er schon dran? Noch nicht. Jetzt kommt die Nachtepisode erstmal dran.
1, 3, 5 und 7. Dann nehmen wir doch 7. Wird durch Besprühen des Mondes auf dem goldenen Pilz erhalten. Habe ich das nicht sogar schon mal gemacht? Ich war nur nicht auf dem goldenen Pilz? Das ist ja eigentlich ganz witzig. Ich hätte in Kapitel 3 einfach reingehen sollen. Denn das kommt danach sowieso dran. Ich muss jetzt gucken, dass mein Mikrofon nicht so hoch ist. Sonst poppt das zu sehr oder übersteuert. Das wollen wir ja nicht. Kann auch sein, dass es jetzt zu weit weg ist. Ah. Man sollte sich immer hinsetzen vor der Aufnahme und dann für die gesamte Aufnahme genau so bleiben. Und sich nicht bewegen. Das mache ich auch meistens. Das passt ja auch, wenn die Aufnahmen nur so 20 Minuten gehen. Das kann man auch mal aushalten dann. Das fördert die Disziplin. So. Wo ist denn der... Ich habe gar nicht geguckt, wo der... Ach, da. Wo der Bürgermeister drauf stand. Der sich so wichtig nahm. Nachtepisoden. Da ist schon wieder jemand verschmutzt. Oder ist das... Ach, das ist der böse Mario. Der verschmutzt gerade alles wieder. Der Mini-Mario. Wie kam ich denn jetzt am dümmsten da hoch? Kurze Zwischenfrage. Okay, von da drüben oder von da drüben? Das muss man über diesen Umweg machen. Ja, ich hätte vielleicht das Feuer erstmal ausmachen sollen. Aus, 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 aus. Ey, immer noch ein klitzekleines, wie so eine Trickkerze. Spring einfach und mach's. Leck mich! Was soll das? Ich gehe noch kaputt hier. Ist es jetzt mal aus? Das ist doch aus. Mann, nur da so Funken. Au, das tut genauso weh wie eine große Flamme. Ich sterbe. Boah. Gut, wo ist der Mond? Mondiger Mond. Ah, wie geil. Schöne Idee. Darauf kommt man ja auch manchmal selber, einfach mal auf den Mond zu schießen. Du, das war die eine. Mir fehlen jetzt nur noch 18. Ne, 8. 18 von wegen, nur noch 8. Erhalten durch Boden. Erhalten durch Boden. Die Nase der Pianta-Statue neben der heißen Quelle schlagen. Boah, das ist ja grausam. Na gut, das ist halt eine Google Translator Übersetzung, deswegen ist das vieles mal oftmals nicht so eindeutig, was sie wollen. Ich hätte sie auf Englisch lassen können, aber dann hätte ich immer minutenlang da gesessen und erstmal für mich übersetzt. Gut, die linke, ne? Ach, es gibt nur eine irgendwie. Moment, die Nase. Wieso habe ich das nie gemacht? Ich kann doch gar nicht schlagen in diesem Teil. Ich kann nur spritzen. Sekunde. Die Nase der Pianta-Statue neben der heißen Quelle. Ja, das ist die hier. Vielleicht einfach eine Stampfattacke drauf ausführen. Ah! Denn schlagen konnte man nur in Mario 64 mit B. Wenn man hier B drückt, passiert das. Da macht er sowas. Springen, dann macht er sowas. Kicken kann er auch nicht mehr. Aber man hat halt ein paar Moves entfernt. Dafür kann man jetzt spritzen. Gut. Nächste. Es fehlen ja nur noch 7. Wird durch Spritzen eines Wegweisers nahe dem Dorf... Eines Wegweisers? Meinen die damit einen Dorfbewohner? Moment, das ist nicht mehr in diesem Kapitel. Das ist 2, 4, 6 und 8. Ach, das ist da auch noch 8. Ja gut, dann müssen wir hier raus. In diesem Kapitel sind wir offensichtlich falsch. 7 gibt es nichts mehr zu holen. Aber wir sind jetzt quasi schon im letzten Screen meiner Lösung. Es fehlen echt nicht mehr viele. Wo gehen wir jetzt am sinnvollsten hin? Wir müssen... Ja, gehen wir halt hier. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Diese blaue Münze. Ja, komm. Wahrscheinlich habe ich die. Direkt hier am Anfang rechts. Wegweiser. Was meinen die mit Wegweiser? Ein Schild. Ach was. Da kommt einfach mal eine blaue. Da kommt man natürlich drauf. Man muss einfach alles anspritzen. Klar doch. Wunderbar. Damit fehlen nur noch 6. Da kann ich ja auch hier oben links gucken. Ich brauche ja nur noch 20 insgesamt.
Jetzt Kapitel 3 und 5 fehlen nur noch. Dann haben wir es durch. 3 in 3 und 3 in 5. Dann machen wir erstmal auf jeden Fall 3. Das ist nämlich ohne Yoshi. Die letzten 3 müssen wir dann leider mit Yoshi holen. Und offensichtlich fehlen die alle auch. Wenn da eine blaue Münze dabei ist, die ich schon habe, dann geht das große Suchen los. Och, was ist das denn jetzt? Das ist aber ganz ungewöhnlich. Habe ich voll vergessen, dass das im normalen Level passieren kann. Aber man muss das hier in Kapitel 3 machen. Es gibt ihn irgendwo anders. Das war auch eine interessante Idee. Das habe ich bestimmt damals auch schon mal gesagt. Bei der Hauptstory, als ich das hier angespielt habe. Das sieht übel aus. Gut, Sekunde, wo muss ich... Was soll der ganze Wind hier überhaupt? Wird durch Sprühen... Hä, ich kann doch gar nicht sprühen. Ach, irgendwann bekomme ich das wieder, nehme ich an. Das ist eigentlich meine Aufgabe in diesem Kapitel. Das sehe ich noch bei Start, glaube ich. Rette den Bürgermeister. Ich erinnere mich schwach, das war gar nicht so leicht. Unter dem goldenen Pilz. Okay, ich muss wohl erstmal den Bürgermeister befreien. Jetzt muss ich mich natürlich nochmal besinnen, wie das überhaupt ging. Ohne Düse. Ist natürlich voll nett gemacht. Konnte man hier sich hangeln? Oder wie soll man das wieder schön sonst... es geht sogar. Ist das echt so gedacht? Wahrscheinlich, sonst hätten sie ja die Lava bis zum Rand auch fließen lassen, nehme ich an. Und selbst dann hätte das mit dem Hangeln ja noch klappen können. Aber so wollten sie es einem wohl zeigen. Darauf hinweisen, dass das gehen könnte. Gut, jetzt bin ich hier. Bringt mir das was? Der Bürgermeister ist auf dem goldenen Pilz. Das ist so lange her. Aber damals bin ich ja auch drauf gekommen, wie es geht. Aber ich habe es echt als schwierig in Erinnerung. Oder jedenfalls nicht so leicht. Hier ist ja alles voll. Da muss man sich teilweise halt treffen lassen. Davon gehe ich mal aus. Ich meine, ich musste dann irgendwo hier rüber. Also da hinten rum. Rechts rum. Okay, das ist ja eine Mauer, die grün ist. Soll ich das von ganz hinten erledigen oder kann ich hier einfach direkt rüber springen, ist die Frage. Bleibt der da nicht? Doch, er ist nur wieder ungestüm. Bitte mach mir nichts, du komischer Futzel. So, ob ich bis darüber komme? Gute Frage. Hä? Ja, da sterbe ich sofort, oder wie? Ja, das ist ja toll. Fies! Man darf sich ja überhaupt keinen Fehlsprung erlauben. Mein Wunsch ist es jetzt noch. Naja, ich habe schon 18 Minuten. Ich sag mal nichts. Hier fehlen jedenfalls noch 6 blaue Münzen. Mal gucken, wie viele Videos das noch werden. Ich meine, wir kommen locker unter 100 Videos raus. Ich glaube sogar unter 90. Müssten das werden. Das ist ja erst 83 oder so. Und es fehlen nur noch 6 blaue Münzen. Dann vielleicht nochmal Bowser besiegen. Mehr sollte der gar nicht auf uns warten. Vielleicht nochmal 5 Minuten mit Luigi spielen, wenn das dann geht. Kein Schimmer. Was soll denn der Wind hier? Ich müsste mit den Typen reden. Die geben mir bestimmt Tipps. Aber ich will das selber schaffen. Da brennt einer und ich kann ihm nicht helfen. Aber wenn ich ihn dann gelöscht habe, gibt er mir eine blaue Münze, lese ich gerade. Wenn das der ist. Das wird er wohl sein. Gut zu wissen, dann habe ich den schon mal ausfindig gemacht. Toll, ich kann ja nicht aufladen. Kann der jetzt eigentlich... Warum kann er nicht Weitsprung machen mit ZA? Kann er leider nicht. Von hier aus vielleicht durch das Wasser komme ich da überhaupt gegen den Strom, wenn ich mich ganz doll anstrenge, bin ich da auch auf der richtigen Fährte.
geht's hoch. Mhm. Ich muss da mal drauf kommen. Er kann jetzt hochspringen. Der kleine Mario. Hm. Bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Ich komme da eh nicht hin. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das so gemacht hätte. Aber es muss ja nicht nur eine Lösung geben. Ja toll, das bringt es jetzt voll. Ich muss irgendwie auf diesen Pilz kommen. Ich glaube, dann habe ich schon gute Chancen, hier weiterzukommen. Aber ohne Düse geht das schwer. Aber mal probieren. Autsch. Idioten. Dreh dich mal, dann geht der Schmutz weg. Fast. Boah, wie viel... Oh, er geht ja nach links. Man kann nicht mal richtig lenken. Aber ich lebe noch. Ich glaub's ja nicht. Schnell weg hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier so der Plan ist. Ich will das jetzt schon selbst rausfinden und nicht in meinen eigenen Videos nachschnüffeln. Oh, das war jetzt dumm von mir. Ich geb's zu. Aber wenn man nur noch einen Lebenspunkt hat, dann passiert das halt schnell. Das ist nicht mein Lieblingskapitel. Aber es wird wahrscheinlich nicht so schlimm werden wie das fünfte, in das wir danach müssen. Denn ich meine, um Yoshi zu bekommen, haben wir den größten Akt vollziehen müssen. War es nicht so? Das hat immer ziemlich lange gedauert, den überhaupt zu bekommen. Dann war man im Untergrund und ist sofort irgendwo runtergefallen und durfte alles nochmal machen. Nochmal Yoshi holen. Da unten auf den Pilzen war das.